Und dann kommen wir auch zum letzten Vortrag dieser Session. Da geht es nochmal weg von der Erde hin zum Jupiter und seinen Eismonden, unter deren Kruste vielleicht flüssiges Wasser stecken könnte. Dr. Jörn Helbert vom DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin gibt uns jetzt einen Überblick über die Mission JUICE, die den Jupiter und seine Monde näher erkunden soll. Sie haben das Wort. Viel Spaß. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss sagen, ich gebe den Vortrag für Hauke Hussmann, der krank ist. Ich komme aus einem komplett anderen Teil des Sonnensystems. Ich bin normalerweise für Venus und Merkur zuständig, also da, wo es ganz heiß ist. Wir teilen uns das Thema Habitabilität und es sind einige von den Max-Planck-Kollegen im Haus. Wenn Sie also im Raum, wenn Sie noch mehr tiefere Fragen haben, sind die gerne auch bereit, nachher noch was zu beantworten. JUICE, Jupiter Icy Moon Explorer Mission. Das ist die erste L-Klasse-Mission im Rahmen des Cosmic Vision Programms. Wir haben ja gestern gehört über LISA und Athena, das sind die beiden anderen. Die Themen für JUICE, die zwei großen Themen, sind Habitabilität der Gasriesen, also gerade die Icy Moons als mögliche Nischen für Leben in unserem Sonnensystem. Und zum anderen das Verständnis von Jupiter als Gasplanet. Wir haben ja gestern von Frau Rauer gehört über all die Gasplaneten, die wir in anderen Systemen entdecken. Und hier eben die Frage, wie verstehen wir unser eigenes System und Jupiter als einen sehr speziellen Gasplaneten in unserem eigenen Sonnensystem. Die Mission wird starten. Endlich starten im April 2023, nächstes Jahr. Ankunft im Jupiter-System ist dann in 2031. Dann gibt es eine Phase von 3 Jahren Tour im Jupiter-System mit Vorbeiflügen an Europa, an Ganymed, an einigen der Monden, bis man dann in den Orbit um Ganymed eintritt. Die erste Phase im Orbit um Ganymed ist 5000 Kilometer, wird eine globale Kartierung gemacht, die ist Altimeter, aber hauptsächlich Kamera und die anderen Instrumente. Und dann gibt es eine zweite Orbitphase in 500 Kilometer Höhe, wo dann gerade das Laseraltimeter sehr aktiv sein wird und dann potenziell, je nachdem wie lange die Mission gehen wird, eine weitere Phase, wo man auf 200 Kilometer runtergeht. Es ist ein relativ großer Satellit, wir reden hier über 5 Tonnen, mit einer entsprechend großen Nutzlast von 220 Kilogramm. Was man natürlich immer sieht, und das ist sehr beeindruckend bei JUICE, dass eine Mission ist, die auf Sonnenenergie beruht und keine Radionuklidbatterien mitnimmt, haben wir hier fast 100 Quadratmeter Solarpaneele, um überhaupt dann den Strom von 800 bis 900 Watt produzieren zu können am Jupiter. Das war natürlich eine der großen Herausforderungen bei der Mission. Eine Mission von der Größenordnung, mit den Geräten rein Solar zu betreiben. Dazu kommt die thermale Herausforderung, es ist sehr kalt da draußen, und Strahlungsumgebung. Und da muss man die ganzen Daten ja auch noch zurückbringen vom Jupiter zur Erde. Der Satellit ist gebaut, ist jetzt getestet. Gala und Janus, die beiden Instrumente, Gala, da führt das DLR, Janus ist das DLR in Berlin beteiligt, sind integriert auf den Satelliten. Die funktionalen Teste sind alle erfolgreich abgeschlossen. Das ist ein großes Konsortium gewesen. Für Gala war Hensoldt beteiligt. Für Janus ist ein Konsortium gewesen mit Italien, Frankreich, also wirklich große Konsortien, die die beiden Instrumente hier gebaut haben. Die letzten Tests sind jetzt abgeschlossen im April 2022. Man sieht hier den Satelliten in der Vorbereitung für den EMC-Test. Es kommen jetzt noch Thermovakuum-Tests und dann für die Instrumente, das Laseraltimeter und die Kamera, die Thermalkalibrierung und dann die End-to-End-Tests, sodass dann die eigentliche Launch-Kampagne Anfang 2023 beginnen kann, mit dann hoffentlich dem Launch im April 2023. Jetzt natürlich die Frage, warum schicken wir 5 Tonnen Satelliten mit dem ganzen Aufwand zum Jupiter? Und man sieht hier fast schon die Antwort, die drei Eismonde sind das, was uns beschäftigt. Und die Frage, was ist eigentlich unter der Eisschale, die wir hier sehen? Sowohl für Europa als auch für Ganymed haben wir sehr, sehr starke Anzeichen dafür, dass es einen Ozean gibt unter der Eisschale, die man hier sieht. Ein Ozean, wenn man dann noch dazu nimmt, dass man innere Wärme hat, dann hat man hier das ideale Bedingungen für ein habitables Environment und die Möglichkeit, dass man hier tatsächlich Leben außerhalb unserer Erde hat.
Bis jetzt sind die Indizien für die Ozeane stark, aber noch nicht völlig hundertprozentig. Magnetfeld, es gibt Messungen vom Hubble Space Teleskop über Wasseranreicherung in der Umgebung, sowohl von Ganymed als auch von Europa. Wie Ganymed auf das Magnetfeld, also Induktion. All das deutet stark darauf hin, dass es einen Ozean geben muss. Der Beweis könnte kommen von der Verformung des Planeten. Wenn es tatsächlich einen Ozean gibt, dann würde der durch die Gezeitenverformung sich viel stärker verformen, als wenn es ein solider Körper wäre, der keinen Ozean hat. Und viel stärker heißt hier ein massiver Unterschied. Das heißt also, bei einem Ozean gehen wir von einer Verformung aufgrund der Gezeiten von 8 Metern aus. Wenn es keinen Ozean gibt, dann sind wir gerade mal bei 10 Zentimetern. Das heißt, das ist ein massiver Unterschied, den man eben gerade natürlich mit dem Laseraltimeter hervorragend vermessen könnte. Der zweite Punkt ist die Oberfläche. Man sieht hier die Oberfläche von Ganymed und man sieht hier die relativ dunklen alten Gebiete, man sieht die viel jüngeren, helleren Gebiete. Man sieht, dass Ganymed über eine sehr lange Zeit aktiv gewesen sein muss und teilweise noch aktiv ist. Man sieht hier, wie Krater sich entspannen, wie sie langsam ihre Form verlieren und aus diesem tiefen Form jetzt zu einer sehr, sehr flachen Form kommen. Das heißt, es muss Wärme geben, die diese Wassereisoberfläche noch flexibel hält, sodass sich die Krater entspannen können. Das geht man, wenn man jetzt weiter reinzoomt auf eine kleinere Skala. Wir sind hier bei 950 mal etwa 600 Kilometer. Dann sieht man, dass die Struktur und diese starken tektonischen Verformungen weitergehen. Man sieht dieses, was Groove Terrain genannt wird, also dieses Rillenterrain, was sehr typisch ist für den Ganymed, eine sehr starke tektonische Verformung. Wenn man das dann vergleicht mit Europa auf einer noch kleineren Skala, wir sind hier im Kilometerbereich, 35 mal 20 Kilometer, dann sieht man halt, dass es runtergeht bis auf die kleinste Skala. Und das heißt, wir müssen hier eine sehr aktive Oberfläche haben, die sich kontinuierlich verformt. Und wenn man das natürlich hat, plus die Frage der Gezeitenverformung, dann schreit das fast nach einem Laseraltimeter als dem Instrument, um diese Messung machen zu können. Und das ist das, was Gala bringen wird. Gala wird die Topographie vermessen, wird die Oberflächenrauigkeit vermessen, wird eben durch diese Gezeitenverformung den eindeutigen Nachweis bringen, dass es einen Ozean gibt. Und wird die Oberflächenstruktur und Topographie sowohl von Europa als Callisto während der Vorbeiflüge vermessen. Das wäre, wenn es jetzt kein PDF wäre, eine Animation, wo man halt sehen würde, wie sich diese Tracks aufbauen. Aber ich denke mal, Sie können sich vorstellen, wie die Orbits nacheinander das hier dann langsam aufbauen. Janus wird das ergänzen als Kamerasystem mit Kartierung von Ganymed, Europa und Callisto. Ganymed aus den 2 Kartierungsphasen im Orbit, Europa und Callisto während der Vorbeiflüge in den ersten 3 Jahren auf dem Weg in den Ganymed-Orbit. Gleichzeitig wird man dann reinschauen auf die inneren irregulären Monde und natürlich auf Io, einen meiner persönlichen Lieblinge, weil es einen sehr starken Vulkanismus hat. Und das System Jupiter sich anschauen mit dem Ringsystem, mit der Kopplung zwischen den Monden und dem eigentlichen Planeten und der Magnetosphäre und dem sehr dynamischen, sehr aktiven Atmosphäre des Jupiter. Und damit schließt sich der Kreis auch für mich, weil die ganz große Frage ist natürlich, sind das habitable Welten? Und da schließt sich die Frage wieder auch mit den Planeten im inneren System. Wir haben morgen ja von Herrn Hiesinger gehört, über Mars, über Venus. Und wir haben halt hier den ganz großen Bogen, die Frage, haben wir hier noch eine andere Klasse von habitablen Welten in unserem eigenen Sonnensystem? Und was heißt das für das Verständnis von habitablen Welten insgesamt? Vielen Dank. Ja, schnell jetzt. Vielen Dank für den Vortrag und dass Sie eingesprungen sind. Gibt es Fragen? Ja, danke schön für den Vortrag. Die Genauigkeit eines Altimetersystems speist sich ja im Wesentlichen dadurch über die Kenntnis des Orbits. Wie löst man das Problem dort? Das ist eine Frage, die müssen wir an Hauke Hussmann weitergeben. Da kann, oder Norbert, auch du auch nicht, nee. Tut mir leid, ich bin kein Laseraltimeter-Mensch, ich bin Spektroskopiker. Okay,
Andere Fragen? Nein, sieht nicht so aus. Gut, dann nochmal vielen Dank für den Vortrag.